Schönes Beispiel für einen Impulshaltungssatz. Und zwar ist hier der Impuls 0. Aber, habe ich geschrieben, und zwar nicht umsonst aber. Schauen wir uns mal folgende gegebene Aufgabe an. Ich habe in einem Rohr habe ich eine blaue Masse und eine rote Masse. Die rote ist ein bisschen mehr, die hat 360 Gramm und die blaue hat 200 Gramm. Dazwischen ist eine Feder und die wird plötzlich entspannt. Peng! Natürlich schießt die beide Massen in unterschiedliche Richtungen aus diesem Rohr heraus. Die Feder wird eine Energie aufbringen von 5 Newtonmeter. Ich schreibe es nochmal drüber, damit man es besser sieht. 5 Newtonmeter. Also das ist die kinetische Energie. So, aber nun, wie geht's los? Man kann sich ja Folgendes vorstellen. Es geht ja letztendlich um einen Kraftstoß, um einen Impuls, also eine Art Schwung. Normalerweise prallen zwei Massen aufeinander und gehen dann wieder auseinander, wenn sie elastisch sich stoßen. Elastischer Stoß, mal nachgucken, gehen dann wieder mit verschiedenen Geschwindigkeiten weiter in eine oder andere Richtung, in diesem Fall entgegengesetzt. Hier stoßen sie aber nicht auf die Feder, die kommen also nicht angesaust, sondern die haben in dem Moment erstmal keinen Impuls. Gesucht ist, wie schnell werden die Massen ausgestoßen, das ist gesucht. Und jetzt kommt wieder typisch, Leute, schreibt alles hin, schreibt alle Erkenntnisse hin. Wenn man sie hingeschrieben hat, dann sieht man sie. Was man sieht, damit kann man dann entsprechend arbeiten und denken. Folgende Formeln stehen zur Verfügung. Impuls klein p, ne? Klein p ist m mal v, v als vektorielle Größe. Man kann mal in die Richtung oder die Richtung wirken. Und wir kennen, die kinetische Energie ist ein halb mv Quadrat. Nebenbei, man könnte, das ist mir vorhin so eingefallen, man könnte daraus machen, wenn ich die beiden Formeln zusammenbringe, könnte ich also sagen, ist m mal v mal v, also p mal v. So, auch so ginge es, die kinetische Energie zu berechnen. Hinschreiben, dann sieht man es, dann kann man vielleicht damit arbeiten. In diesem Fall konnte ich es mal nicht, ist aber nicht schlimm. Grundsätzlich, beim elastischen Stoß ist es ja so, dass die Impulse vorher und nachher zusammengenommen immer gleich sind. Also linke Seite, rechte Seite bleibt gleich. Linke Seite vor dem Stoß, rechte Seite nach dem Stoß. Auch die kinetischen Energien, ne? Energie kann man nicht erzeugen, sondern die kann man nur ineinander umwandeln. Beziehungsweise hier kann man nur sagen, vorher ist gleich nachher. Gut, Denkansatz. Eine andere Sache, da die Massen aber ein bestimmtes Verhältnis haben, kann ich doch sagen, wenn MB 200 Gramm ist, dann muss MR, wie rote Masse, das 1,8-fache davon sein. Kann man leicht mit dem Taschenrechner nachrechnen, wenn man es nicht glaubt. Eine zweite Geschichte. Schreibt euch solche römischen Zahlen hin. Die unterscheiden sich wesentlich. Ich habe sie hier mal gelb gemacht, damit sie besser auffallen. Eine zweite Sache. Wir hatten ja gesagt, hier in dem Moment stoßen die Kugeln ja nicht aufeinander. Es gibt also keinen Impuls als solches. Das heißt, wenn ich vom Impulserhaltungssatz ausgehe, sage ich, in dem einen Moment ist der Impuls 0. Und auf der anderen Seite schreibe ich hin, wie ein Impuls berechnet wird, nämlich die beiden Impulse zusammengenommen, blau plus rot. Und jetzt sage ich, okay, jetzt stelle ich mal einfach so, vielleicht kann ich es später noch gebrauchen, einfach mal so um, indem ich sage, okay, Regiestrich, ich nehme mal diese roten Geschichten hier weg. Dann heißt das minus MR mal VR ist gleich MB mal VB. Warum? Den ganzen Term hier, ich hätte eigentlich, naja, da Punktrechnung das sowieso bestimmt, brauche ich hier keine Klammer. Ne? So, okay. Zweiter Kenntnis. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Wenn wir die erste und die zweite mal zusammenfassen, dann könnte man noch sagen, ne, die erste MR, statt MR schreibe ich 1,8 mal MB, in die zweite hier rein, dann sieht das so aus: 1,8 mal MB mal VR ist gleich MB und so weiter. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen umstelle, dann kann ich doch sagen, dass die rote. Hier, die rote Geschwindigkeit gleich der blauen Geschwindigkeit ist, aber mal minus 1,8. Oder ich sage, die rote, ja, ich hoffe, ihr habt es richtig gesehen. Die blaue ist gleich das 1,8-fache, aber in negativer Richtung von der roten. Oder ausgedrückt, die rote Geschwindigkeit wird geringer sein, weil ich die blaue durch minus 1,8 teile. Gut. Habe ich schon mal was gemacht? Warum mache ich das alles? Diese Gleichungen, das sind ja Gleichungssysteme. Diese Gleichungen so aufstellen, ineinander einsetzen und so weiter. Na, damit ich so wenig wie möglich Variablen bekomme. Das kennt ihr noch aus der Schule von früher. Wenige Variablen. Mit zwei Variablen in einer Gleichung ist schlecht, was zu machen.
Gut, jetzt bin ich aber immer noch nicht ganz weitergekommen. Jetzt weiß ich zwar, dass die rote Geschwindigkeit viel geringer sein wird. Ist ja logisch, die Masse ist größer. Aber wenn ich mir jetzt diese Erkenntnisse mit Energien und Vorher und Nachher mal zusammenfasse und einfach mal hinschreibe und auch die Energie, die ich schon weiß, nämlich diese 5 Newtonmeter, dann sieht diese Gleichung, ich mach's mal so, sieht die Gleichung so aus: Die 5 Newtonmeter Energie stehen zur Verfügung, ist gleich 1/2 m mal v Quadrat, aber in diesem Fall setzt sich's aus den beiden Größen zusammen. Ich teile den ganzen Kram mal durch 2, damit ich dieses blöde 1/2 loswerde und die Klammer. Dann durch, also mal 2. Durch 1/2 heißt ja mal 2, dann habe ich hier drüben gleich 5 mal 2 ist 10 Newtonmeter. Und die Formel sieht schon anders aus. Und ich kann auch noch, nämlich die erste und die dritte in die vierte eingesetzt, alle Erkenntnisse, na hier dieses Zeug hier, was ich mir hier so ausbaldowert habe, das kann ich auch schon mal einsetzen, damit, wie gesagt, so wenig wie möglich passiert. Und guckt mal, dann ist das diese 1,8 und die 3,24. Ich musste ja quadrieren, ne? Mal v Quadrat und so weiter. Also ich muss die minus 1,8 mit quadrieren. Kann ich aber durch 1,8 kürzen, bin ich schon mal wieder was los. Und jetzt kann ich sagen, na los, jetzt gehen wir mal bei und setzen mal statt 200 Gramm Kilogramm ein, denn wir wissen ja, ein Newton ist ein Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde. 10 Newtonmeter sind also 10 Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Und das hier, dieses Meter hier, das hier ist dieses Meter. Das kommt noch extra dazu. Oh, sieht ja schon mal viel besser aus. Ich teile also durch 0,2 Kilogramm, denn ich muss ja die Kilogramm wegkürzen können später. Mache ich dann auch und fasse auch weiter zusammen und habe hier ausgeklammert, und zwar diese 0,2 Kilogramm, damit ich überhaupt durch 0,2 Kilogramm teilen kann. Jetzt mal ein mathematischer Trick: Wenn hier steht VB Quadrat durch 1,8, ne, was hier noch übrig war, hier übrig war, und hier steht nur VB Quadrat, wie viel ist denn das dann? Ja, dann erweitere ich hier mit 1,8, kann auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Und auf dem gemeinsamen Bruchstrich sieht der ganze Term dann so aus. Jetzt kann ich den ganzen Mist hier drüben und hier mal 1,8 nehmen, dann werde ich nämlich den Bruch los. Und jetzt steht 1,8 mal VB Quadrat plus 1 mal VB Quadrat. Das sind zusammen 2,8 mal VB Quadrat. Also das ist pures Umstellen und Hinschreiben. Nur einfach hinschreiben. Wenn ich jetzt noch die 90 durch 2,8 teile, oh, 2,8, da steckt die 7 drin, das wird ein elendig langer Bruch mit so einer Periode. Naja. Deswegen habe ich das mal ein bisschen flapsig hier hingeschrieben als 32,14 Tralala. Und die Tralala, die weiß ich, die wiederholen sich dann. Warum mir unnötig Schreiberei machen? Jo, und jetzt sage ich, okay, hier steht noch das Quadrat. Das Gegenteil davon ist die Wurzel. Also durch 2,8 und auch mit der Wurzel versehen. Hier verschwindet das, dann bleibt ein reines VB. Und hier muss ich diesen ganzen Kram nochmal radizieren, sagt man, also die Wurzel ziehen. Aus Quadratmeter werden Meter, aus Quadratsekunden werden Sekunden. Wunderbar, ich habe das raus. Weil ich jetzt aber aus der dritten Gleichung, schaut nochmal hier, in der dritten Gleichung weiß ich ja, dass VR so und so viel ist, ich aber VB gerade ausgerechnet habe, dann kann ich doch sagen, diese Gleichung, die wende ich nochmal an, setze meinen VB ein, tralala, ja, diese 5,669 Meter pro Sekunde, durch minus 1,8, nicht vergessen, und siehe da, die rote Geschwindigkeit habe ich raus. Natürlich ist die geringer, wie erwartet. Das habe ich dann praktisch nochmal als eine Art Kontrolle. So, ich hoffe, das hat geholfen, mal die Sache mit einem Impuls von 0 zu betrachten. Mit einem Impuls von 0 als Vorher-Nachher-Geschichte. Und ich schließe das Video ab. Schaut mal einfach in den anderen Sachen nach. Hinterlasst vielleicht einen Daumen. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe, dass ihr so weit zufrieden seid damit. Also. Tschüss, schönes Wochenende.